Hey Leute, weiter geht es hier in Pokémon auf dem Weg zur Liga. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ja, schön. Ich werde jetzt den Schutz erstmal weglassen, weil mir gesagt wurde, dass das eh egal ist, weil die Pokémon hier alle eh so stark sind, dass hier keiner unter Level 45 kommt. Deswegen, ja, werde ich den Schutz dann mal weglassen, können wir uns den quasi aufsparen und bloß nicht darunter springen, obwohl... Vielleicht sollte ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. War da oben... Ja, obwohl da oben ist eine. Aber andererseits... Ich glaube, es war da einfach nur eine Trulla, die da stand, gegen die ich kämpfen könnte. Aber danach müsste ich wieder halt einen mega Umweg laufen. Und da habe ich halt echt keine Lust drauf. Deswegen lassen wir die mal weg. Hallo, Ineko. Ineko. Samenbomben? Ich weiß gerade gar nicht. Ist Ineko nur normal? Oder ist Ineko irgendwie noch... Psycho vielleicht oder so? Ich habe keine Ahnung. Was wäre denn der Fall, wenn es Psycho wäre? Wäre das schlimm? Nö, wäre normal, glaube ich. Wäre irrelevant. Also, gut, es kann mich halt verbrennen. Das ist natürlich das Problem da dran. Aber so prinzipiell, ne? Es wäre egal, ob jetzt Psycho normal oder nur normal ist. Zumindest was unsere Effektivitäten angeht. Raumschlag. Aha. Ja. Sollten wir aber eigentlich hinbekommen. Komm schon, doof. Yay. Sehr gut. Ich hätte das nämlich wirklich gern, dass doof auch mal ein Level abbekommt. Level 42 wollen wir nicht mehr sehen. Gut. Dann einmal natürlich den guten... Heilen. Reicht ein Supertrank bei dir? Ja, reicht definitiv. Und dann natürlich noch was gegen die Verbrennung. Feuerheiler, ne? Genau. Sehr schön. Naja, macht doof einfach mal weiter. Ich finde seine Attacken eigentlich auch ganz gut, die beiden, die er hat. Also den Gifthieb und die Samenbomben sind eigentlich beide sehr stark, finde ich deswegen. Außer wir haben natürlich irgendwas, was absolut, wo wir absolut ineffektiv sind. Mein Pokémon kann Karate. Ich warne dich, es ist wirklich stark. Okay. Bin mal gespannt, ob das Pokémon wirklich Karate kann. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Johannes mit einem Zubiris. Na, ja, also, ich meine, weiß ich nicht, vielleicht kann es ja Karate. Man weiß ja nie. Aber sagen wir mal so, prinzipiell wäre ich jetzt theoretisch nicht der Meinung. Oh, sag mal... Geist, ne? Geist. Dann ist ja Gift okay, aber Pflanze. Wir machen einfach ein paar Samenbomben. Die sind immer gut. Einfach auf alle unsere Gegner unsere Samen werfen, dann hauen die eh von selbst ab. Das ist immer eine gute Taktik. Zumindest wenn man will, dass Leute abhauen. Und doof beherrscht diese Disziplin auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, ich denke mal mit vier Angriffen sollten wir das schaffen. Außer er macht doof fast fertig. Das ist nicht schön. Das ist... Nein. Nehmen wir mal den Hypertrank. Das war nicht nett zu Beerus. Willst du bitte nicht nochmal einen Biss machen? Ja, danke. Mach wieder dein Wechsel dich, was eh nichts macht. So war das. So habe ich mir das vorgestellt. Ruckzuckhieb. Ha, geht daneben. Okay. Warum auch immer der Ruckzuckhieb daneben geht, aber ich freue mich drüber. Komm schon, mach ihn fertig. Na, einmal noch. Sollten wir aber eigentlich hinbekommen. Eigentlich ist doof ja schneller als Zubiris. Das sollten wir eigentlich jetzt erledigen. Hab ja gesagt, 4 Attacken sollte reichen. Wir hätten uns noch nicht mal heilen müssen, aber dann haben wir uns das Heilen nach dem Kampf gespart. Das lief doch ganz gut. Okay. Ja, konnte irgendwie kein Karateschlag, ne? Ich habe einen würdigen Gegner gefunden. Muss vielleicht deinem Pokémon doch nochmal Karateschlag beibringen. Vielleicht hilft das dann. Ach. Natürlich ist genau daneben ein Pokémon. Und ein Porygon. Ja, hey, geil. Natürlich. Als ob ich gegen dich kämpfen würde. Nein. Vergiss es. Vergiss das Porygon. Ich weiß nicht, vielleicht gäbe es auch irgendein Pokémon, gegen das ich gut wäre, aber ich habe jetzt gelernt, nein, Porygon ist doof. Deswegen mache ich das nicht mehr. Gut. Ich
Langsam kommen wir in Gefilde, wo wir dem Ende entgegengehen. Was ist das denn für ein schickes Pokémon? Gewaltroh. Ich glaube, ich kenne eine Vorentwicklung davon. Irgendwie kommt mir das so halb bekannt vor. Was ist eigentlich, wenn man so ein... Ja, ich glaube, Gift wäre eine ganz gute Idee. Ich wollte gerade sagen, was ist eigentlich, wenn man so eine Giftattacke gegen Pflanzen-Pokémon einsetzt? Für mich sieht er wie eine Pflanze aus, weil er ist grün. Grün ist für mich gleichbedeutend Pflanze. Es ist auf jeden Fall schon mal sehr effektiv. Es ist relativ wahrscheinlich, dass es eine Pflanze ist. Es ist so ziemlich das Einzige, gegen das Gift effektiv ist. Oh nein, schläft er mich nicht ein. Oh. Och Mensch, doof. Oh, bitte sag, dass das Gift so stark ist, dass er... Da, oh. Dann, ja, wecken wir ihn einfach direkt auf, oder? So auch nicht. Wir müssen ihn ja sowieso aufwecken. So, dann macht er eine Attacke. Wenn er mich nicht one-hittet, sollte er eh sterben. Zermalmklaue. Ich hoffe, dass sie mich nicht völlig zermalmt. Ach du, warum habe ich dich denn überhaupt aufgeweckt? Ach ja. Naja, er ist trotzdem down. Jetzt kriegt er halt nur keine Erfahrungspunkte. Das war jetzt nicht so ganz, wie ich mir das erhofft habe. Das war ja ein toller Kampf. Nicht. Naja, gut, dann müssen wir den wiederbeleben. Ich möchte ja eigentlich nur aus der Siegestraße rauskommen mit den ganzen Sachen, die ich dabei habe. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Danach können wir nochmal alles einkaufen für die Liga. Das ist ja kein Problem. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwie hinbekomme noch. Bis zur Liga. Ich hoffe, dass es hier lang geht. Ich hoffe einfach, es geht hier lang, Mann. Ich will hier einfach nur raus. Keine Lust mehr auf die. Das gebe ich dir. Und es geht hier nicht lang. Och Mann. Och Menno. Wo muss ich denn dann lang? Oh, wie ich das hasse. Ein Panflammen. Und wir sehen, ein Schutz würde doch helfen. Weil das 35. Gegen 35er kämpfe ich nicht. Ich kämpfe nur gegen Pokémon, die höher sind als ich. Weil ich richtig schön fertig gemacht werden will. Naja gut, das heißt, wir können auf jeden Fall wieder nach oben gehen. Und was bist du für ein Level? 44, ja, das ist okay. Gegen Dohaido auf 44 kämpfe ich. Da sollte Pflanzen effektiv sein. Ja, dann machen wir doch nochmal ein paar Samenbomben. Ich weiß, wir haben nicht mehr so viele, aber... Ja. Ich möchte eigentlich auch noch ein Level Up mit Doofen sehen. Gegenstoß. Was macht der Gegenstoß so? Viel Schaden? Doof hat echt wenig KP, ne? Oh, das ist richtig schlimm mit ihm. Der ist so schnell down. 92 KP, das kannst du ja auch echt keinem erzählen. Ja, hallo, ich bin ein Pokémon. Level 42, 92 KP. Ich bin quasi nach einem Hit direkt fast down. Also bitte schlag mich nicht. Oder so. Keine Ahnung, das ist halt... Ja, weiß ich nicht. Ist halt echt nicht schön doof, ne? So jetzt vielleicht einmal ein bisschen... Es ist halt auch nicht, als würde sich das ändern. So, er ist die letzte Entwicklungsstufe schon und hat halt, und ist halt eine kleine Glaskugel. Wo gehen wir denn jetzt lang? Ist ein bisschen die Frage. Gehen wir doch da unten lang? Also ich weiß auf jeden Fall, da geht's ja nicht weiter. Obwohl geht's da weiter, wo sie... Ich weiß es nicht, ob es da weitergeht. Oh, dann wird das da auch wieder eine Sackgasse sein. Und dann werde ich da auch wieder zehnmal durch die Gegend laufen müssen. Ich hasse die Siegestraße. Die Siegestraße ist kacke. Und ich habe noch nicht mal jemanden dabei, der mir sagt, du musst jetzt da lang gehen oder müssen wir da die Treppe hoch oder sowas. Nein, ich muss das alles alleine finden. Ja, hi. Eneko. 46. Okay. Hier, also wenn du Psycho wärst, ist Gift auch egal, ne? Okay, dann machen wir Giftattacken. Ah, da haben wir auch nur 8 von. Egal. Muss das hier mal ein bisschen gleichmäßiger verbrauchen. Macht sie wieder ihren Raumschlag? War der schlimm? Nö. Machen wir nochmal eine Samenbombe.
Komm, mach sie down. Oh, das bisschen. War das jetzt wirklich nötig? Doof. Das bisschen da noch zu lassen. Hier, machen wir mal Patronenhieb. Ist ja eigentlich egal, was für eine Attacke wir machen. Nur so ein bisschen. Wir müssen das hier mal ein bisschen ausgleichen, damit Doof noch genug Attacken von allem hat. Aber schön, du hast 427 Erfahrungspunkte bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Dann kriegst du nochmal einen Supertrank, mein Guter. Bald hast du bestimmt auch dein Level up. Ich glaube an dich. Ja, ich klicke auf V und nicht auf B. Das ist natürlich auch eine doofe Idee. So, wenn das hier jetzt nicht weitergeht, ne, bin ich richtig sauer. So. Oh nein. Wir waren bei dir schon. Wir waren bei ihr schon. Warum bin ich denn so doof und laufe da lang, wenn wir bei ihr schon waren? Ach, Menno. Das kann ja nichts Gutes heißen, wenn wir bei ihr schon waren. Du bist Pflanze Gift, ne? Das ist ja richtig gut, wenn wir... Dann machen wir Stahl. Weil... halt Stahl. Könnt ihr ja so ein bisschen helfen? Das hat kein... Hat er Gift versucht? Ich weiß es nicht. Yay, cool. Wem hat hier jetzt eine Giftbude? Was für ein dämliches Pokémon. Ja, machst du bitte nochmal Giftbrot? Okay, das ist mit Abstand der beste Kampf heute. Der Giftpuderkampf. Ach ja. Ach ja, du Flor. Das war ja schon ein bisschen süß. Komm, machen wir hier mal Level Up. Ja, sehr schön. 43. Und jetzt haben wir 94 KP. Yay, das ist definitiv der Unterschied. So, können wir irgendwie jemand anders vorne ransetzen? Hier, Edward. Packen wir einfach mal dich vorne ran. So, das heißt, hier geht's also nicht lang. Da ist Sackgasse. Oh, also jetzt mal ganz ernst, ich habe gar keine Lust mehr. Ich will einfach nur noch raus. Ich habe keine Lust mehr auf die Siegestraße, wirklich nicht. Ich möchte am liebsten einfach nur noch von allen abhauen. Einfach nur weiterlaufen, damit ich endlich hier raus bin. Geht mir auf Keks, aber ich muss sowieso irgendwann trainieren. Aber das ist halt so, lass mich doch einfach in Ruhe. Was macht Ausdauer? Oh nein, ist das irgend so eine heftige Attacke? Wenn er sich bereit macht. Heißt, es macht sich bereit, dass wir gleich richtig heftig angegriffen werden. Ich will nicht richtig heftig angegriffen werden. Muss es sich noch irgendwie vorbereiten? Ha, okay. Gut. Du sollst jetzt down sein. Sehr schön. Ein Volltreffer. Ja, schön, dass du den Volltreffer beim zweiten Hit gemacht hast. Seht ihr mal, Edward 151, das kann sich sehen lassen, so. So viele Lebenspunkte sollte man haben. Aber halt nicht so wie Dingens. Hier, wie sieht das denn mit Eis und Gift aus? Das ist auch egal, ne? Ja, und das andere Pflanze müsste ja eigentlich sogar dann effektiv sein, ne? Wenn das Pflanze Dingens ist. Dann müssten wir eigentlich ganz gut dabei sein. Was machen Sorgensamen? Was macht denn die Fähigkeit im Sommer? Ja. Was macht die denn? Ich hab keine Ahnung. Wir machen den One-Hit. Aber was hat den Somnia gemacht? Okay. War das jetzt schlimm, dass wir den Somnia bekommen haben? Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir hier wieder an dem. Ja, geil. Naja. Laufen wir nochmal lang. Dann gehe ich mal unten den Weg lang mit diesen Steinchen, ne? Da waren wir ja noch nicht. Vielleicht ist das der richtige Weg. Wehe, zwischen diesen Steinen versteckt sich jetzt irgendwie ein Pokémon. Keine Lust auf Pokémon. Ich bin jetzt einfach nur hier lang, ey. Also statt bei dem alten Mann vorbeizulaufen, wisst ihr? Oh Gott, wie ging das nochmal? Ah ja, okay, nee. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich guck gleich nochmal. Gleich nochmal, wie man da das Rätsel machen muss, weil ich dafür zu doof bin. So, Farbigel. Also ich weiß auf jeden Fall, normalerweise ist Farbigel das langweiligste Pokémon überhaupt. Aber
Im Randomizer kann Farbigel voll der krasse Gegner sein. Der Urteilskraft kann. Ja. Naja, seht ihr? 51 KP ist halt schon eine Menge. Wenn er die dreimal macht, dann sind wir down. Und so stark ist unsere Attacke scheinbar auch nicht. Wie sieht das mit Eiszahn aus? Sind wir damit stärker? Ich weiß halt nicht. Eigentlich sollten wir mit Säure stärker sein als mit Eiszahn, oder? Außer, dass das irgendwie. Außer, der hat irgendwie unterschiedliche Verteidigungswerte und. Oh, da müsste ich jetzt wissen, ob Eiszahn und Säure unterschiedliche Attackentypen sind. Da ist natürlich ungünstig, wenn ich das nicht weiß. Nein, wenn man Eiszahn. Hey, warum nicht? Ich warte ja mal auf den Moment, wo jemand mal eingefroren wird vom Eiszahn. Okay, wirklich viel mehr gemacht hat das jetzt auch nicht. Wenn wir jetzt nicht down gehen und nochmal eine Attacke machen, sollten wir ihn eigentlich hoffentlich umbringen. Aber kann auch sein, dass wir vorher sterben. Naja, 8 KP. Der hat mit der ersten Attacke wirklich am meisten Schaden gemacht, ne? Mit dem 51. Die anderen Male waren es nicht so viel. Ich mache einfach nochmal eine Säure und hoffen, dass es reicht. Vielleicht reicht es halt auch nicht. Natürlich reicht es nicht. Oh, aber er macht eine Rauchwolke. Ja, cool. Ja, sehr cool. Naja, gut, kann natürlich auch sein, dass er jetzt, ne? Setze ich einen Hypertrank? Ja, ich setze einfach einen Hypertrank ein. Ist schon okay. Komm, Edward, das wollen wir doch überleben. Und die krassen KP vom Farbigel Level 46 erhalten. Also ich meine, ihr würdet mir wirklich helfen, wenn jemand von euch mir erzählen würde, wo man wirklich lang muss. Ich weiß, das macht ihr nicht. Vielleicht um mich zu ärgern. Aber für den Fall, dass doch irgendwie jemand so nett sein möchte und mir den Weg sagen möchte, dann mache ich das, also dann würde ich mich da wirklich sehr drüber freuen. Weil das mir halt echt auf Keks geht aktuell. Ah. Diesem dämlichen Weg hier, ey. So. Supertrank, ne? Ja. Ja, dort. Kriegst du. So, also, wo muss ich nochmal zuerst hin? Ja, okay, ich muss den da unten verschieben. Wenn ich den anderen verschoben hätte, wäre das halt mein Untergang gewesen. Gut. Aber wenn ich den vorderen verschoben hätte, wäre ich halt nicht weitergekommen. Oh, und wir sind halt einfach nicht ein bisschen weiter, ne? Das ist halt das Problem. Wenn du ja einmal falsch läufst, brauchst du halt Ewigkeiten, um wieder zurückzukommen. Und dann kommt dann einfach mal ein Level 47 Magnetilo vorbei und macht dich fertig. Das Schöne ist ja, dass es bei uns regnet. Das heißt, Elektroattacken sind nochmal ein bisschen stärker. Wir sind ja auch noch nicht stark genug. Deswegen würde ich sehr gern einen Eiszahn einsetzen. Weil Stahl und Gift, ne, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Mhm. Auch Eis macht scheinbar. Ja, gut, hätte ich drauf geguckt, hätte ich gewusst, Eis macht auch nicht viel Sinn. Und dann, ja, ist Edward paralysiert. Das heißt, was können wir denn für ein Pokémon nehmen? Stahl, Elektro. Ein Feuer-Pokémon haben wir nicht. Kampf. Wen nehmen wir denn mit Kampf? Hat nicht Ellie sogar auch eine Kampfattacke? Ellie müsste eine haben. Nehmen wir Petty. Ellie ist halt zu krass. Ellie ist halt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Ellie mittlerweile mein stärkstes Pokémon ist. Und gar nicht die anderen. Gar nicht Petty oder Honey. Okay. Okay. Jetzt ist. Jetzt weiß ich, was ich mache. Tschüss. Keine Lust auf den Delegator. Delegator sind doof. Okay. Hm. Naja, dann gehen wir das nächste Mal einen anderen Weg lang, ne? Weil müssen wir ja. Gehen wir da unten den Weg lang. Können wir den da einfach schieben? Ja, können wir. Nee, können wir nicht. Hä, wie willst du denn da langkommen? Wie soll man denn...
Ist das der Weg, den wir lang müssen? Wie sollen wir denn da langkommen? Bin ich so blöd für das Rätsel? Wahrscheinlich. Was haben wir denn hier noch? Oh, das ist ein süßes Pokémon. Ich liebe das. Ein Pachirisu. Oh, das habe ich sogar schon mal gefangen. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Aber das ist super süß. Ist das nicht sogar Wasserelektro? Kann das sein? Ja, es heilt sich. Richtig gute Idee. Ist das nicht sogar mit Elektro? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist es One-Hit. Ja. Kriegst du ein Level Up, Edward? Ja, sehr schön. Okay, immerhin haben wir nochmal hier 2 Level Ups in der Folge erreicht. Und dann schauen wir mal nächste Folge, wo es hier lang geht. Kann auch sein, dass ich unten das mit den Steinen verkackt habe, aber ich bin ja eh direkt an der Treppe. Da gucken wir das nächste Mal weiter, wo es lang geht. Yay, wie schon die 5 Folgen zuvor. Irgendwann kommen wir raus. Das wird ein wunderschönes Gefühl sein, wenn wir aus der Siegesstraße raus sind. Das kann ich sagen. Ja, ne? Bis zum nächsten Mal. Also, vielleicht sind wir ja nächstes Mal schon draußen. Ich glaube zwar nicht, aber so für den Fall.